Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Teil 10. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir wollen hier noch ein paar Gegner. Voilà. So. Ein paar Gegner fangen. Ich will diese stille Ebene quasi fertig haben. Und, ja. Dafür fehlen ja nicht mehr viele. Auch ein Qual. Ein Qual haben wir eigentlich auch schon einen eingefangen. Wobei, eine Sache muss ich noch schauen. Was passiert, wenn ich jetzt das Gemetzel hier mache? Oh. Ach. Natürlich gleich den Controller aus der Hand gelegt und nichts ging mehr. Aber egal. Ich hab's ja eh nur wegen dem gemacht gehabt hier. So, ein Qual gefangen. Damit haben wir schon zwei. Halt mal, nee. Erst muss Yuna noch rankommen. Yuna hat noch nichts gemacht. Ja, ich hätte eigentlich jetzt ganz gerne, dass ich zumindest relativ schnell an so einen Morbel rankomme. Die sind nämlich relativ selten hier. Die sollen ja in dieser Gebiet sein, habe ich gehört, im Nordwesten. Sollen die relativ häufig vorkommen. Wie gesagt, man kann von jedem Gegner 10 Stück einfangen. Allerdings muss man das, glaube ich, nur für eine Zucht, die man machen kann, muss man das, glaube ich, nur machen. Da braucht man von allen Gebieten alle 10, glaube ich. Ansonsten lang von jeder Sorte 3 oder 4. No time to waste. Let's go. Ja, wo ist er denn? Qual, 3 Stück. Da habe ich aber nicht mehr nachgeschaut gehabt. Mir ist es jetzt vor allem erstmal wichtig, aus dem jeden Gebiet einen zu haben. Ja, da haben wir ihn. Sehr gut. Feuer. Dann wollen wir dich erstmal ein bisschen... ein bisschen senken. Wobei, das können auch die anderen machen. So. Yuna war noch nicht dran, aber die muss wahrscheinlich bald drankommen. Titus macht hier erstmal Hast. Uah, Mundgeruch. Macht Mundgeruch eigentlich auch das Hast weg? Uahaha.
Super toll, ich kann gar nichts mehr machen. Das liebe ich ja. Leute, lasst mich irgendjemand was rangehen, dass ich Yuna wieder in die Gruppe holen kann. Ah. Super. Super. Sowas liebe ich ja. Arg. Warum? Das ist auch so eine Sache. Ich kann normalerweise austauschen. Warum kann ich in dem Fall nicht austauschen? Jetzt stimmt meine Liste natürlich auch wieder nicht mehr überein. Na toll. Na gut, was soll's. So viel waren es ja nicht. Ich glaube, wir haben ja nicht irgendwelche Sachen erledigt gehabt, die, ja. Oh, nee. Ganz ehrlich? Von euch haben wir schon so genug. Und auf euch hab ich, auf das habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock. Ich hätte gern ein Morbel. Aber deswegen, nachdem wir so viele Gegner gemacht haben, ganz am Anfang, wollte ich jetzt auch unbedingt hier, Oh, Chimera. Die wären eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir da noch zwei Stück davon hätten. So, jetzt aber. Halt. Du machst mir noch einen Blindhieb auf den hier. Dann nochmal kurz Lo und dann versuchen wir sie einzufangen. Genau deswegen wollte ich vorhin auch, So be it. Dass ich auf jeden Fall speichere. Und sobald wir einen Morbel haben, werde ich auch nochmal so schnell wie möglich zurückgehen. Und bei anderen Gegnern, wie wenn da noch einer kommt, vorher auf jeden Fall nochmal speichern gehen. So, immerhin zwei von denen. Und das sind ja schon die gefährlicheren. So, jetzt ein Morbel und danach speichern. Das wäre richtig gut. Ah, perfekt. Sicher. Yuna ist, glaube ich, gegen Konfus und so weiter immun. Da wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir
wenn Yuna drin bleiben würde, glaube ich. Sie hat ja einen Konfusschutz und so weiter drin. Das wäre vielleicht wirklich gar nicht mal so verkehrt. Ich weiß nicht, ob der was hilft bei ihr, aber... es ist hier schon wieder dran. Ja, okay, aber das passt. Der Gegner kommt ja noch... Das dauert ja noch ein Weilchen. Gravitas, mach mal. Perfekt. Ich hoffe, der ist nicht immun. Ah, sehr schön. So, und jetzt machen wir nochmal Yuna rein. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Shell da schützt. Ich glaube es fast nicht. Aber wir probieren es einfach mal. So, Rico war noch nicht dran. So. Jetzt kriegen wir dich doch, oder? Ah, jetzt macht er Mundgeruch. Der war doch noch gar nicht dran gewesen, oder? War der schon dran? Auf jeden Fall, Titus hat nochmal, ja, nochmal Glück. Das war nochmal Glück. Uff. Jetzt haben wir ihn, oder? Sehr gut. Wir haben einen Morball. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich hole mir jetzt einen Chocobo. Damit gehen wir zum Speicherpunkt. Speichern, dann ist nämlich das schon mal kein Problem mehr damit. Dann haben wir auf jeden Fall den Morbel schon mal. Speichern. Ächzt. So. Und jetzt brauchen wir noch den Flammen und den Schrottpanzer. Da schauen wir mal jetzt auf der Seite, wo auch die Monsterfarm ist. Dass wir die vielleicht hier zusammenkriegen. Okay. Ein Skull gefangen. Zwei Skull gefangen. Nein, nicht Trauben. Einfach nur klauen.
So, das ist auch nicht schlecht von denen. Die sind nämlich auch relativ selten. Aber eigentlich die Flammenpuddings und diese Schrottpanzer, die sollten eigentlich nicht so selten sein. Und trotzdem kriegen wir sie gerade nicht. Ah, da haben wir sie doch. Perfekt. Nochmal so einer. Ja, die sind da ein bisschen lästig hier. Aber wir kriegen es hin. Ach, wir haben ja gar kein Durchbrechen mehr. Deswegen geht es ja gar nicht so gut. Ich habe ganz vergessen, dass wir das Ding gar nicht mehr haben. Aber egal. Jetzt haben wir von jeder ein Ding. Das heißt, wir gehen als nächstes zur Monsterfarm. Ah, holen wir uns doch nochmal ein paar. Aber erst einmal soll Yuna, glaube ich, ein bisschen durchheilen. Orin soll was anderes noch machen, Mist. Auron soll vielleicht so einen Panzerbrecher machen. Hebt Panzer auf. So. Wow, 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 wow. Also das geht ja mal so weit überhaupt nicht. Also das geht jetzt überhaupt nicht. Konnten wir mit Auron auch da noch irgendwas machen? Muss mal... Wow, 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 wow. Muss mal kurz nachschauen. Kraft, Angriffskraft, senkt Magie. Zauberabwehr. Abwehrkraft. Ob das was bringt bei dem? Ich glaub's nicht, oder? Egal, auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch hier so. Perfekt. Und bald müssten wir doch da sein. Ein oder zwei Kämpfe noch. Wenn wir jetzt sterben würden, dann wäre ich echt sauer. Dann wäre ich wirklich sauer. Ich glaube, Auron nochmal und dann müsste gut sein.
So, ich hoffe, es langt derzeit. Ja, wir kommen rein. Ohne Kampf. Perfekt. Kurz heilen. Nun sind alle Monster aus der stillen Ebene beisammen. Die Monsteranstalt wird eröffnet. Oh, beinahe vergaß ich. Das ist eure Belohnung. Ob ihr sie schon öffnen könnt, weiß ich allerdings nicht. So. Ich habe die Monster von der stillen Ebene studiert und ein neues Exemplar erschaffen. Wind des Jenseits erhalten. Das haben wir jetzt bekommen, weil wir, genau wie die Truhe, weil wir alle aus dieser Ebene geholt haben. Wollt ihr mal zur Probe kämpfen? Das erste Mal ist kostenlos. Klar. Wenn wir hier sterben, passiert überhaupt nichts. Ich hätte vielleicht nur andere Waffen noch haben sollen. Ein Chimäragast? Muss aber eine andere sein als... Wow! Ach du Schande! 7000 macht der Schaden. Ich glaube, wir sind mal tot, oder? Ho, ho, ho. Ja, und es ist noch einer. Das ist ja kein Gegner, den man unbedingt schaffen muss. Ist nur ein optionaler Gegner quasi. Aber ihr merkt mal, das sind optionale Gegner und das sind auch nicht mal die schwersten. Das ist einer der leichtesten. Ach, ihr habt verloren. Ihr müsst noch hart trainieren. Wie funktionieren diese eisernen Giganten? Ich will es mir mal genauer unter die Lupe nehmen. Kannst du mir was sagen? Lauschen, kämpfen. Ah ja, jetzt sehen wir jetzt auch hier, was wir alles haben. Insel Beseitwarmer, Insel Kilika, Mai-Hen-Straße, Funkuspass, die Joe-Straße, Donnersteppe, Makalania, Insel Bikanel, Stille Ebene, Vergessene Grotte. Und hier haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Gegner. 5 Sachen, wo wir noch nicht kennen. Stille Ebene. Das kann ich kurz mal überprüfen. Skoll haben wir 5. So, 3, 4, 5. Da haben wir auch schon 5. 1, 2, 3, 4, 5. Flammenpudding haben wir 3. Schrottpanzer haben wir 3. Die Heckendings haben wir 5. Das passt. Die Ogre haben wir 2. Quoll haben wir nur einen. Chimera-Hirn haben wir 4. Und Morbel haben wir 1. Das passt. Nein, nicht mit dem machen. Außerdem haben wir eine Gebietssammlung. Aber ja, da haben wir doch, da haben wir den Chimärengeist fertig. Den haben wir fertig gekriegt, weil wir diese ganze Ebene haben. Also quasi das hier sind diese, hier könnten wir gegen die ganz normalen Gegner kämpfen. Oder wir könnten halt hier dieses Gebiet heftigerer Gegner machen. Alles klar. So, dann... Solarisspiegel reagiert. Und deswegen wollte ich den Solarisspiegel nämlich schon haben. Und den verwenden wir nämlich auch gleich mal. Da kriegen wir jetzt die beste Waffe für Yuna. Den nämlich Nirvana. Das ist die beste Waffe, die es gibt. Aber wenn wir jetzt mal reinschauen. Nirvana. Wir, wenn wir sie ausrüsten, bekommen nur 0 AP. Beste Waffe, es gibt keine AP, er hat überhaupt nichts drauf. Toll, oder? Super. Aber, darf man nicht vergessen, wir brauchen auch noch die Marke und das Siegel. Die Marke haben wir sogar schon, das heißt, wir könnten zurück nach zum Makalania-Wald gehen. Und ich glaube, die erste Sachen freischalten. Dann haben wir, glaube ich, 2 Sachen hier freigeschaltet. Aber das 0 AP bleibt, glaube ich, trotzdem. Das geht, glaube ich, erst weg, wenn man wirklich alle schon freigeschaltet hat. Bin aber nicht hundertprozentig sicher. Naja, jedenfalls, das dauert noch ein bisschen, bis wir es einsetzen können. Aber wir haben die Waffe schon mal. Das finde ich klasse.
So. Und um die anderen Gegner zu besiegen, brauchen wir tatsächlich... Ja, da müssen wir noch viel, viel lernen. Ach, das da oben geht... Ja, da kommen wir ganz woanders hin. Alles klar. Hab nichts gesagt. Wo geht's denn hier weiter? So. Halt. Krieg. Moment. Ah. Bei, nein, nicht dahin gehen. Bei dir müssen wir wieder hier zurückgehen. Da haben wir ja Ding geholt gehabt. Gravitas. Und Gravitas ist doch wirklich geiler Zauber. So, das war's. Dann würde ich auch sagen, beenden wir hier die Folge. Und beim nächsten Mal verlassen wir die stille Ebene. Dann geht es endlich mal weiter. Mehr von den Gegnern fangen will ich jetzt nicht. Beziehungsweise, wenn wir auf dem Weg weiter noch ein paar fangen können, vielleicht fange ich da noch ein paar. Wobei, ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht machen wir das noch, dass wir dann noch ein bisschen was gefangen kriegen. Aber egal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.